Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr seht, heute ist ein bisschen schöner Wetter, strahlend blauer Himmel, im Gegensatz zu gestern, wo es auch ein bisschen geregnet hat. Das heisst, es wird heute vermutlich auch ein bisschen heißer als gestern. Und ich gehe jetzt hier mal ein bisschen in die Gegend auskundschaften. Und da hat es so verschiedene Strände, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, die verschiedene Stufen haben zum Surfen, je nachdem wie gut man es beherrscht. Und die sind natürlich an verschiedenen Orten. Und der Anfängerstrand, der ist jetzt hier in der Nähe von uns. Und ich gehe jetzt schauen, ob ich dort noch irgendwie, ob es dort gut wäre, um nachher auch irgendwie ein Hotel oder ein Hostel nochmal oder ein Airbnb zu mieten. Oder ob es gescheiter wäre, die vorne dort, wo ein bisschen mehr los ist. Weil ich nicht die ganze Woche, ich will relativ lange da bleiben, aber ich will nicht die ganze Woche immer in diesem Hostel sein. Es ist cool, aber es ist schon low standard. Und ja, darum gehe ich jetzt das mal abchecken. Das, meine Herren, ist Puerto Escondido. Und übrigens auch Frauen. Puerto Escondido ist ein riesiger Strand, wenn ihr hier ein bisschen schaut. Geht bis dort ganz runter. Aber lustigerweise sind alle Surfer da vorne. Am äußersten Ecke des Strands. Und sonst hat es hier eigentlich fast keine. Das liegt vermutlich an den Wellen, weil das hier, glaube ich, besonders gut für Einsteiger geeignet ist. Und ja, ich erkenne zwar keinen grossen Unterschied jetzt zu hier, aber die würden das sicherlich besser wissen als ich. So Leute, wir sind jetzt unterwegs zu einem kleinen Strand. Como se llama la playa? Carrizalillo. Exakt, genau, hier gehen wir jetzt hin. Und das ist so ein bisschen der normale Weg, wie man Transport macht hier in Mexiko hin, auf einem Pickup läuft. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen am Strand und jetzt müsst ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht hier. So eine kleine Bucht. Es geht so noch ein paar Stegen runter. Also es sieht schon mal richtig geil aus. Und es ist übrigens, das ganze Hostel ist jetzt hier mit am Start heute. Vom Besitzer bis zum allerletzten Gast. Nur die Hunde sind hier geblieben. Richtig schöne Atmosphäre dort, so richtig heimelig. Und ja, vermutlich bleibe ich da noch etwas länger in dem Hostel. Das gefällt mir. Aber jetzt gehen wir da zuerst mal ein bisschen schwimmen. Javier, para que sientas lo que es Das passiert, meine Damen und Herren, wenn man zu viel von diesen Gutsli da ist. Er hat gerade vorher sein erstes Bier seit 3 Jahren getrunken. Und zwei, drei Cupcakes gegessen. Und jetzt ist er völlig durch. The best singer in the world, Australia. Yeah. Look at his hair. Expect. Maybe we couldn't get much. Woo! Come on, baby.
es ist jetzt 12 Uhr am Abend und es geht jetzt noch Pizza. Weil es ist Jacks letzte Abend. Und wir mal schauen, wie die aussieht. Ami, habla en español. Sie haben bei der Tomatensauce hat sich zu viel Pfeffer rein getan und jetzt ist das schwarz. ja, das ist die erste schwarze Pizza, die ich jetzt bis jetzt hatte. Mich nimmt es wunder, wie die schmeckt, aber es ist... Jalapenos? No jalapenos. Okay. What? Jalapenos. Jalapenitos. So Leute, meine Zeit hier in diesem Hostel ist vorbei. Ich habe am Anfang gedacht, ich bleibe nicht lange dort, aber jetzt bin ich gleich irgendwie 5 Tage da gewesen und das hat mir mega Spass gemacht. Es war ein mega cooles Hostel gewesen. Mega coole Leute getroffen dort und alles. Und jetzt gehe ich in ein anderes Hostel hier in Puerto Escondido, weil ich muss noch ein paar Videos machen, wo ich ein bisschen besseres Internet brauche, weil das Internet dort haben wir nicht können brauchen. Und ja, dort würde ich jetzt für die nächsten 2 Tage sein. Und danach gehe ich an einen anderen Ort hin. Oh, das seht ihr dann. Jetzt laufe ich hier in der prallen Mittagssonne zu dem nächsten Hostel. Es ist etwa 20 Minuten zum Laufen oder so. Ja, das wird ein Spass. Und das übrigens ist mein Lieblingshund. Der hat mich so heute Morgen böse angebellt. Aber sonst ist er ganz lieb. Hoi. Hoi. Komm. Komm. Ja, ich glaube, er hat mich gleich nicht so gern, wie ich gedacht habe. Du bist ein bisschen scheuche, gell? Ja. Also ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ich kann da jetzt schon wieder auschecken. Und jetzt gehe ich wieder zu dem Hostel, wo ich vorne war. Das war noch lustig. Ich wollte eigentlich jetzt mit jemandem an einen verlassenen Ort, wo es eigentlich fast keinen Strom hat oder so, wo wirklich nur Einheimische sind, für irgendwie 2 Tage dort hin. Aber es hat keine Wellen jetzt gerade momentan da und sie wollen dort surfen und darum machen wir jetzt das nicht. Das heisst, ich habe jetzt aber keine Unterkunft und ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem alten Hostel, wo ich jetzt war, für 2 Tage. Und danach wechsle ich schon wieder die Unterkunft. Also ich bin jetzt da immer so ein bisschen wild am Hin und Her wechseln von meiner Unterkunft. So, ich bin jetzt also wieder da zurück. Die Heime hätte ich schon fast sagen. Es war schon fast so ein bisschen das Heimkommen. mega lustig wieder da mit all diesen bekannten Gesichtern ein bisschen mich zu unterhalten. Und jetzt gehe ich wieder da vorne zu meinem Standard. Schaffort, dort gibt es eben besseres Internet, weil da kann man das Internet wirklich nicht gebrauchen. Und dort kann ich auch schön hinhocken und etwas trinken und etwas essen. Perfekt, perfekte Location also da. So, ich bin jetzt da wieder zurück. Ich bin jetzt den ganzen Nachmittag im One Love hineingehockt und ihr hört vielleicht, es ist recht laut, es regnet. Aber ich gehe jetzt schwimmen. Kann ich schon lange mal machen, im Regen schwimmen. Heiliger Sichtschuss. So, ich bin wieder mal im One Love, wie fast jeden Tag. Und schau mal, was es gegeben hat bei mir. Ein richtig, richtig geiler Salat mit Äpfel, mit Käse, mit Nüssen. Richtig cool. Und da hinten habe ich noch 2 Leute kennengelernt. Und zwar sind das 2 Schweizer. Jetzt müssen wir aufpassen. Sie, das ist Sandra, sie kommt von Cham. Unglaublich, wie klein die Welt ist. Ich sind jetzt die nach denen, die ich schon mal getroffen habe, sind das die nächsten 2 Schweizer. Und der Marcel ist ja schon aus Paar gekommen. Sandra kommt jetzt aus Cham. Ich treffe irgendwie in Ortsogar unterwegs. Und wo ist jetzt? Sabelita ist auch am Start. Da. Das ist eine ganz gute Serviertochter, eine richtige fröhliche und alles, die macht das sehr, sehr gut. Ja Leute, das wäre es also gewesen für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.